und willkommen zum dritten Part der C-Sharp WHMP Tutorial Reihe. Im heutigen Part befassen wir uns einerseits mit den Server Events von WHMP, mit einfachen Befehlen wie zum Beispiel ein Fahrzeug-Spawn-Befehl und wie wir das erste Mal auf den Server connecten. Erst einmal Werbung in eigener Sache, mittlerweile habe ich auch einen Discord. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. So, wir beginnen, indem wir einmal Console Whiteline Hello World rauslöschen und eine neue Klasse über unseren Projektmappen Explorer eröffnen. Und dazu gehen wir mit einem Rechtsklick auf Tutorial unter Hinzufügen, Klasse, nennen diese Klasse einmal Events.cs. Wie gehabt, müssen wir mittels Using unsere GTA Network API integrieren. Und was jetzt neu hinzukommt, ist, dass wir sagen müssen, dass unsere Events-Klasse von der Klasse Script erben muss. Diese Script-Klasse wird auch von der GTA Network API mitgegeben und beinhaltet zum Beispiel die Definition für Server-Events. Wie definieren wir jetzt ein Server-Event? Dazu machen wir einmal eine eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und schreiben dort rein Server-Event. Anschließend öffnen wir eine runde Klammer und schreiben hier rein Event. Dann der Eventname. Wir sehen die Eventnamen jetzt hier einmal aufgelistet im Dropdown. Dazu schicke ich euch auch noch einen Link vom WHMP-Wiki unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr nochmal alle Events nachlesen. Hier gibt es zum Beispiel Player Connected, Player Dev, Player Disconnected. Wir interessieren uns einmal für Player Connected. Das heißt, dieses Event wird getriggert, wenn der Spieler auf den Server connected ist. So, ein Event erwartet auch immer noch eine Funktion, eine Methode, wie anfangs schon erklärt, ähnlich der Main-Methode. Dazu müssen wir einen Zugriffsmodifikator wählen. Das ist dann entweder Public, Private oder Protected. Zu diesen Zugriffsmodifikatoren gibt es in einem separaten Tutorial nochmal mehr zu sagen. Wir nehmen jetzt hier der Einfachheit halber einmal Public. So, der Zugriffsmodifikator, anschließend wird der Rückgabetyp erwartet. Also, wie im letzten Tutorial erklärt, Int, String, Float und welche es nicht noch alle gibt. In unserem Fall benutzen wir einmal Void, das heißt, wir geben nichts zurück. So, dann wird der Name der Funktion jetzt erwartet. Das heißt, zum Beispiel in unserem Fall nennen wir das einfach mal OnPlayerConnected. Anschließend müssen wir noch Parameter mitgeben, welche in einer runden Klammer versehen sind. Die Parameter für jeweils die Server-Events können wir hier oben einsehen, indem wir mit der Maus drüber hovern und sehen dann Event Params, GTA Network API, Client Client. Damals hieß es noch Client, mittlerweile heißt es Player. Das heißt, es wird ein Objekt vom Typ Player erwartet und das geben wir doch direkt mit. Anschließend müssen wir eine geschweifte Klammer öffnen und wieder schließen und unser Prototyp der Funktion ist soweit fertig ohne Inhalt. Was können wir jetzt hier zum Beispiel benutzen für Funktionalitäten? Wir können sagen, der Player soll eine Nachricht bekommen, wenn er auf den Server connected. Dafür nutzen wir Player, nutzen dann die Punktnotation und sehen dann hier schon die vorhandenen Möglichkeiten. Wir können sagen, send Chat Message oder send Notification. Wir nutzen jetzt einmal send Chat Message, indem wir dann sagen, ja, hallo und willkommen auf meinem Server. Und beenden das natürlich mit einem Semikolon. In diesem Fall bekommt der Spieler, sobald er auf dem Server connected ist, eine Nachricht im Chat mit Hallo und Willkommen auf meinem Server. Das gleiche können wir nochmal als Spawn-Event definieren. Das heißt, wir definieren wieder ein Event mit der eckigen Klammer, Server-Event, runde Klammer, Event. Da können wir gucken, geben wir einmal Spawn ein, sehen das Event heißt Player Spawn, haben das Event definiert, schreiben dazu eine Methode, public void onPlayerSpawn, schauen, was für Parameter benötigt werden, auch wieder nur das Player-Objekt, also Player, Player, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und können dann hier zum Beispiel sagen, ja, Player.health, also wir setzen das Leben vom Spieler auf 50, dann können wir sagen Player.armor, setzen auch die Armor auf 50 oder können uns nur anschauen, was für weitere Player-Möglichkeiten es gibt. Die sehen wir dann auch hier im Dropdown, was wir alles machen können, ist Reloading, Nametag, Name und was es nicht alles gibt. Ja, wir können auch zum Beispiel die Position setzen damit,
Dazu aber auch mehr in einem separaten Tutorial. Gut, so viel zum Thema Events hier erstmal. Wir springen dann einmal und werden uns mit einfachen Commons befassen. Für die Commons erstellen wir ebenfalls eine neue Klasse. Diese Klasse nennen wir in unserem Fall einmal commons.cs und benutzen wieder über using unsere GTA Network API. Anschließend sagen wir auch, dass unsere Klasse Commons wieder von Script erben soll, damit wir auf die Definition von den Commons Zugriff haben. Commons werden analog den Server Events mit einer eckigen Klammer definiert. Anstatt Server Event kommt hier Comment rein und die Parameter dafür. Wir fangen an mit dem Namen des Commons, in unserem Fall VEH, und können fortfahren mit zum Beispiel einem Alias, da ist ein Synonym, und kann dann auch damit aufgerufen werden. Zum Beispiel können wir den Befehl über VEH oder über Auto aufrufen. In unserem Fall erstmal nicht von Relevanz. Wir können aber noch eine Beschreibung hinzufügen, wie zum Beispiel ja, / VEH, um ein Fahrzeug zu spawnen. So, der Kopf unserer Funktion steht erstmal. Genau wie bei den Server-Events wird noch eine Methode, Funktion erwartet. Dazu wählen wir wieder einen Zugriffsmodifikator, Public, einen Rückgabetyp, Void und Namen. In unserem Fall nehmen wir einmal CMD und dann den Comment-Namen VEH. Und jetzt können wir noch einige Parameter definieren. Wir brauchen auf jeden Fall ein Objekt des Typs Player, also der Player, der diesen Befehl ausführt. Einmal als String den VEH-Namen und am besten eine Farbe 1 als Int und eine Farbe 2 ebenfalls als Int. Weil die Fahrzeuge in GTA 5 ja jeweils eine primäre und eine sekundäre Farbe besitzen können. So, damit steht erstmal der Prototyp unserer Funktion und wir können mit dem Inhalt des Commons fortfahren. Dazu würde ich gerne einmal auf die NAPI zu sprechen kommen. Die kommt auch direkt aus RageMP mit und beinhaltet verschiedene Funktionen, zum Beispiel Player. Wenn wir uns das einmal anschauen, können wir hier zum Beispiel den Spieler bannen oder die Freeze Player Time einstellen und so weiter und so fort. Uns interessiert erstmal hier die Util-Kategorie. In dieser Util-Kategorie befindet sich die Funktion GetHashKey. Diese Funktion gibt uns einen Hashkey zurück zu verschiedenen Sachen. In unserem Fall den Hashkey zu unserem zu übergebenen VEH-Namen. Das heißt, wir geben Sultan ein und bekommen dann den jeweiligen Fahrzeug-Hashkey zurück. Dazu findet ihr unten einen Link zum RageMP-Wiki. Dort seht ihr dann auch die Fahrzeugnamen inklusive der Hashkeys dazu. Wie wir sehen, gibt uns Hashkey etwas in einem UnsignedInt zurück. Ein UnsignedInt ist ein Int mit 16 Bit und enthält Zahlenwerte, also Ganzzahlen, halt nur ohne Vorzeichen. Dann definieren wir einmal eine Variable des Types UnsignedInt, nennen das einfach mal VEH-Hash und weisen dieser die Funktion zu. So, damit wir prüfen können, ob auch ein gültiges Fahrzeug angegeben wurde, prüfen wir einmal in einer if-Abfrage ab, ob VEH-Hash nicht kleiner oder gleich 0 ist. Und so, öffnen dann einen neuen Block und können dann hier zum Beispiel eine Nachricht dem Spieler geben, dass es sich um ein ungültiges Fahrzeug handelt. Ungültiges Fahrzeug. Müssen das natürlich dann noch mit Return abbrechen, dass es ab hier nicht mehr weitergeht. Und können zum Beispiel auch sagen, dass die Nachricht ungültiges Fahrzeug in Rot dargestellt werden soll. Damit wird im Falle, wenn der Spieler den Befehl ausführt und einen ungültigen Fahrzeugnamen eingibt, wozu kein Hashkey bekannt ist, wird dem Spieler die Nachricht ungültiges Fahrzeug in Rot ausgegeben. Diese Farben definiert man über Tilde, dann zum Beispiel Rot, R, also Red, Green, Blue, Yellow und dann wieder mit einer Tilde. Damit weiß dann RageMP, okay, jetzt kommt eine Farbe und so weiter. Mehr dazu aber auch später nochmal. Anschließend können wir nochmal auf die NAPI zugreifen. Diesmal aber mittels Vehicle-Kategorie. Und hier finden wir den Befehl Create Vehicle. Der Create Vehicle erwartet auch ein Unsigned Model. In unserem Fall ist das der Hashkey. Eine Position als Vektor 3, eine Rotation, Farbe 1, Farbe 2
und die jeweils optionalen Number Plate, die Alpha, also die Transparenz, ob das Fahrzeug auf oder zu ist und so weiter und so fort. Für unseren Fall benutzen wir jetzt einmal den Hash und, wie wir jetzt sehen können, eine Vector 3 Position. Wir nutzen die Position vom Spieler, das heißt, wir greifen auf die Spielerposition zu. Das können wir mit Player.Position machen. Damit haben wir X, Y, Z direkt mit übergeben. Und das gleiche machen wir auch mit der Rotation. Dazu nutzen wir einfach Player.Heading. Die Farbe 1 und Farbe 2 haben wir oben definiert. Die können wir so übernehmen und die kann der Spieler für sich selber eingeben. So. Anschließend sagen wir noch, dass unser erstelltes Fahrzeug bitte einmal in einer Variable vom Typen Vehicle gespeichert werden soll, damit wir über VGH auf weitere Fahrzeugbefehle Zugriff haben. Damit können wir zum Beispiel dann sagen, über der Punktnotation mit VGH.NumberPlate, bitte setzt direkt ein Kennzeichen oder VGH.Locket. Damit können wir dann sagen, das Fahrzeug soll bitte nicht abgeschlossen sein, aber der Motor soll die ganze Zeit an sein. Das heißt Engine Status gleich True. Und somit können wir auf sämtliche VGH-Attribute zugreifen und diese nach unserem Belieben anpassen. Wir wollen natürlich noch den Spieler direkt bei dem VGH-Befehl in das Auto setzen. Und dazu nutzen wir einfach den Player, die Funktion Set into Vehicle. Nehmen dann hier unsere definierte Vehicle-Variable, VGH, und sagen dann, setzt den Spieler bitte einmal auf den Vehicle Seat vom Driver, und da das ein Int ist, also eine Zahl 0, 1, 2, 3, sagen wir bitte pass das einmal in ein Int, und somit wird der Spieler auf den Fahrzeugsitz Nummer 1 gesetzt, was in unserem Fall die 0 entspricht bei RageMP und ja, ist dann halt der Fahrer. So, damit wäre dann erstmal soweit diese Fahrzeugfunktion fertig. Wir schauen uns das Ganze einmal in-game an. Dazu probieren wir hier einfach oben einmal auf Tutorial Go zu drücken. Dann startet der Server. Wir sehen, aha, es wurden zwei Server-Events geladen und ein Comment. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt öffnen wir einmal RageMP. Gehen hier oben auf Direct Connect. Geben hier einmal Localhost ein und den Standardport 22.005, sofern ihr nichts verändert habt, und klicken auf Connect. Wir sehen uns dann gleich in-game wieder. Und damit willkommen hier auf dem Server. Wie wir sehen, bekommen wir direkt unsere Nachricht, hallo und willkommen auf meinem Server, die wir als Server-Event deklariert haben. Und probieren mal aus, ob unser Befehl funktioniert hat. Dazu einmal T drücken, um den Chat zu öffnen, so. Dann slash VGH, dem Namen vom jeweiligen Fahrzeug. Wir nutzen einfach mal Sultan und dann die Farben. Ich mache jetzt einfach mal 1.1. Wie wir sehen, das Fahrzeug wird erstellt. Wir werden direkt da rein connected. Ich mache mal kurz das Radio aus. Und wie wir auch sehen, wurde unser Nummernschild korrekt gesetzt, das Kennzeichen auf Tutorial. Das Fahrzeug dürfte nicht abgeschlossen sein. Alles wunderbar. Damit wären wir eigentlich auch schon am Ende des dritten Parts angekommen. Wir haben in diesem Part gelernt, wie wir Server-Events erstellen, wie wir einen einfachen Befehl, zum Beispiel einen Fahrzeug-Spawn-Befehl, skripten oder programmieren können. Und wir haben gelernt, wie wir auf unseren Server connecten können. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.